während dem Aufenthalt in Wichita, Kansas, habe ich verstanden, was die Botschaft war. Nämlich, dass sie mir mit jedem Song eine Nachricht geschickt hat. Einen Liebesbrief, eine Zuneigung. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und danach halt eben auch sehr, sehr inspiriert für mein Songwriting und wie ich halt eben Songs mache. Und der erste Song auf diesem Mixtape war von einer Band namens Dire Straits, die ich nach wie vor noch nicht so richtig geil finde, aber der Song hat für mich eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und Mark Knopfler ist natürlich ein unfassbarer Gitarrist. Und hier kommt ein Song, der heißt Brothers in Arms. Liebe Grüße an meinen Bruder Thomas. Peace. Through these fields of destruction.